Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. Hallo, liebe Schüler. Heute befassen wir uns mit der Dezimalschreibweise. Ich habe bereits eine Tabelle vorgefertigt und bei der Dezimalschreibweise habe ich bereits hier auch Dezimalbrüche einmal hingeschrieben. Gucken wir uns die erste Zahl an. Dezimalbrüche liest man immer so vor, dass man die ganze Zahl, die vor dem Komma steht, wie gehabt vorliest. 1, Komma. Und die Zahlen hinter dem Komma liest man dann einzeln vor. Das heißt 1,657. Schauen wir uns das nächste Beispiel einmal an. Die 17,01. Die dritte Zahl würde ich vorlesen 0,8. Und die vierte Zahl lesen wir vor 111,121. Nun zur Schreibweise. Ich übertrage jetzt erst einmal die Beispiele hier als Dezimalbruch 1, 6, 5, 7. Das ist mein erstes Beispiel. Jetzt sieht die Tabelle so aus, dass hier vorne die Ganze stehen. Das kennen wir bereits. Das sind die Einer. Davor stehen die Zehner und davor stehen die Hunderter. Die anderen Zahlen, die davor stehen, habe ich bewusst mal weggelassen. Natürlich gibt es auch die Tausender, Zehntausender und so weiter. Und hinter dem Komma sind das bei uns die Dezimale. Die erste Zahl hinterm Komma, das ist der Zehntel, die zweite ist der Hundertstel und der dritte ist der Tausendstel, abgekürzt mit den kleinen Buchstaben. So, wie trage ich jetzt meine Zahl in die Tabelle ein? Das ist ganz einfach. Ich habe vor dem Komma eine Zahl, das heißt, die 1 ist unser Einer. Die kommt also in diese Lücke. So, das Komma schreibe ich nicht mit, das wäre jetzt hier. So, dann schreibe ich den Zehntel rein. Das ist die 6. Der Hundertstel ist die 5. Und der Tausendstel ist die 7. Das Gleiche mache ich jetzt mit 17,01. So, da habe ich insgesamt 17 Ganze. Das heißt, die 7 kommt bei den Einern und die 1 kommt bei den Zehnern. So, das Komma wäre jetzt wieder hier. Und jetzt trage ich hier bei den Zehntel die 0 und bei den Hundertstel die 1. Und das mache ich auch mit 0,8. So, diesmal habe ich keinen Ganzen, aber ich muss die 0 trotzdem einmal hinschreiben. So, Komma und der Zehntel ist die 8. So, und mein viertes Beispiel, das ist die 111,121. Da trage ich jetzt die 111, die eine 1 bei den Hundertern, die andere 1 bei den Zehnern und die dritte 1 bei den Einern. So, dann habe ich hier wieder das Komma, was ich ja nicht mitschreibe. Und bei den Zehnteln schreibe ich die 1, bei den Hundertsteln die 2 und beim Tausendstel die 1. So, eigentlich ganz einfach. So, jetzt gibt es auch manchmal so Aufgaben, wo hier nicht die Zahl als Dezimalbruch steht, sondern die Abkürzungen aufgelistet sind. Das heißt, ich habe hier 5 Zehner, 3 Einer, das kann ich hier schon mal eintragen, 5 Zehner, 3 Einer, Komma, und jetzt muss ich aufpassen, sind der kleine Buchstaben, 9 Zehntel,
Hundertstel habe ich nicht, also schreibe ich da eine 0 rein. Und Tausendstel habe ich 3. Und als Dezimalbruch würde ich die Zahl jetzt so schreiben, dass ich die Zahl, die hier vor dem Komma steht, einmal aufschreibe. Also 53, Komma und dann 903. Das war's. Tschüss. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.